Calcio Berlin, Wahlkampf! Gute. Herzlich willkommen, da sind wir wieder bei unserem kleinen Politik-Talk-Format. Kann man, glaube ich, ganz getrost so nennen. Also eigentlich fehlt nur noch Luis Klamroth dazu, dass wir ernst zu nehmen der Politik-YouTube-Kanal werden. Das ist doch der Sohn von dem Hausspieler. Peter Lohmeier. Genau, Fußballfan. Also, ist es auch der echte Sohn oder war der nur im Film der Sohn? Das weiß ich bis heute nicht so genau. Ich glaube, Real Sohn. Real Sohn, sag ich. Keine Ahnung. Ich sag Real Sohn. Ich sag auch Tendenz Real Sohn. Aber ich glaube, auch er ist Fußballfan. Das kann durchaus sein, ist aber auch egal. Einladen. Ist aber auch egal. Bei euch alles gut? Wie geht's euch? Gibt's was zu erzählen? Läuft. Ich hatte eine ganz, ganz komische Hinfahrt hierhin. Warum? Was ist passiert? Also, wie bist du gekommen? Fahrrad oder Auto? Nee, Auto. Ja. Und ich wurde aus dem Weg gehupt und ich weiß bis jetzt nicht warum. Also. Von wem? So, ich in Gedanken, es war alles ganz gut. Die Bändel, Alter. Ja, Camouflage, ey, kannst du mich nicht sehen. Von Military Boy, Alter. Ja, wie hast du die überhaupt gesehen, die Bändel? Ja, echt. Wir sehen ja nichts. So, ich fahr ganz entspannt, es ist auch nicht viel los. Auf einmal, Sirene, weit hinter mir, bin ich aus meinem Traum aufgewacht quasi. Also, schon mal gut beim Autofahren, ja. Ja. So, ich sehe eine rote Ampel, will anhalten. Plötzlich hupt es hinter mir ganz doll. Nicht ein Wort, sondern. Und ich denke vielleicht schon Polizei und ich habe sie einfach nur weiter hinter mir erwartet. Nee, war das ein Taxifahrer, der mich einfach aus dem Weg gehupt hat. Weil ich bin dann natürlich so aus dem Weg gefahren an der roten Ampel. Dann sehe ich, die Ampel ist grün und alle fahren los und alle überholen mich. Niemand hält an für diesen scheiß Wagen mit Sirene. Und ich weiß bis heute nicht, warum der mich aus dem Weg gehupt hat. Vielleicht war es eine Sekunde grün schon wieder. Aber selbst dann, die Sirene, man muss ja vorsichtig fahren. Er lebt nach dem Mantra, bevor alles steht und nichts mehr geht, Rettungsgasse bilden. Ja. Nee, das war ich. Ich habe die Rettungsgasse für den Taxifahrer gebildet. Und die anderen sind durchgebrettert durch die Gasse. Und dann habe ich noch fast einen Unfall gebaut, weil einer ausgeschert ist aus der Parklücke, obwohl ich kam. Also wilde Hinfahrt. Das ist, weil du ein Cosmic Bottler bist, aber das ist ein anderes Thema. Cosmic Bottler, wir sind alle Cosmic Bottler. Das werden wir heute noch mal unter Beweis stellen, dass du ein Cosmic Bottler bist. Von Geburt sind wir tatsächlich alle drei Cosmic Bottler, haben wir gestern festgestellt. Angeblich sind Leute, die zwischen was? 86 und 95 geboren sind, sind Cosmic Bottler. Also einfach dazu geboren, zu losen. Verkacken. Cosmic Bottlers. Und einer von uns wird es heute unter Beweis stellen, wer der größte Cosmic Bottler ist. Zwei von uns, Nur einer wird nicht botteln. Wir möchten heute rausfinden, was ist der beste Dreierpack der Fußballgeschichte. Und das sind dann wirklich auch nur Dreierpacks. Also es geht nicht, dass jemand einen Fünferpack macht, wie Lewandowski gegen Wolfsburg, und man pickt sich dann die besten drei Rosinen raus. Wirklich ein Spiel, wo ein Spieler auf den Punkt genau drei Tore gemacht hat. Ja. Damit ist leider auch zum Beispiel Luis Suarez gegen Norwich raus. Da hätte man sicherlich einen starken Case für machen können. Aber man muss wirklich sagen, es gibt genug Auswahl. Es gibt genug Auswahl. Dreierpack satt. Es waren viele geile Hattricks und Dreierpacks dabei. Die man da beobachten. Wir sagen extra auch Dreierpacks, weil Hattrick, da kommt natürlich dann wieder, Lupen rein muss er sein, in einer Halbzeit, niemand dazwischen, blibablub. Dreierpack im Deutsch, Spiel. Nur die Deutschen nehmen das so genau. Ja, irgendwie schon. Ja. Also eine Überraschung. Wenn du auf Englisch suchst, ist Hattrick einfach ein Dreierpack. So ist es. Und danach verfahren wir heute. Und wir sind an dem Punkt angekommen, wo ausgelost wird. Greift mal zu. Ich nehme immer als Letztes und bin damit gut gefahren bis jetzt. Deux. Trois. Mist. So viel dazu. Gut gefahren. Ich habe das zweite Mal in Folge an der Eins jetzt, ehrlicherweise. Weil die Eins statistisch nicht schlecht, glaube ich. Ja, kann sein. Flo Merzmann, unser Mod, hat führt aufgestellt, Buch. Oder was? Führt Buch, Von wo man gewonnen hat. Also ist quasi Pole Position. Okay. Nicht schlecht, okay. Gibt's bei unserem Discord, muss ich noch mal. Bist du denn bereit, deinen besten Dreierpack aller Zeiten zu präsentieren? Ja, bist bereit. Jo. 3, 2, 1, bitte. Mit wem könnte ich hier heute wohl antreten? Ich zitiere die Fans von Arsenal. Beckham's fucking magic, he wears a magic hat. And when he signed Arsenal, he said a fancy dad. He didn't sign for Chelsea or Villa, cause they're shite. He signed for Arsenal, cause they're fucking dynamite. Only one Dennis Bergkamp, going along, singing a song, walking in the Bergkamp Wonderland. Vor Phil Taylor, vor Mesut Özil. Dennis Bergkamp erzielt 1997 gegen Leicester den besten Hattrick der Fußballgeschichte. Es ist ein traumhafter Schlenzer aus 20 Metern. Ein Lob über den Keeper, der so hoch fliegt, dass auf dem Ball Schnee gelegen haben soll, als er wieder runterkommt. Und als krönender Abschluss eines der unglaublichsten Tore der Fußballgeschichte. Aus vollem Lauf nimmt er den Flugball mit rechts an, lobt ihn, ohne dass der Ball den Boden berührt, mit links über den Gegenspieler und vollendet mit rechts ins lange Eck. Drei Traumtore, der beste Hattrick der Fußballgeschichte. Only one, Dennis Bergkamp. Yes, Sir. In der Zeit geblieben. Hast die 10 Sekunden reingeholt, die du letzte Woche zu hattest. Genau die, 8 Sekunden. Ja. Musstest du auch an Phil Taylor denken? Nee, nicht so richtig.
Ich dachte, dass der Gesang für Özil erfunden worden ist. So irrt man sich. Ich glaube, ich weiß nicht, wann diese Darts-Gesänge so aufkamen, aber ich verbinde es immer mit Phil Taylor. Ja, ich kannte das auch als allererstes mit Walk in a Taylor Wonderland. Aber das ist halt von 1996. Vincent van der Voort, Vincent van der Voort. Ich hab gerade gehofft, dass ich einsteige. Ja, aber ich wusste gerade nicht, wo du hin willst. Ja, Darts Casuals, so sind sie. Ich kenne nur Jackpot Lewis noch. Der war auch gut. Ja. Adrian Lewis. Ja, so, da. Da sind wir. Was? Ah! Und dann ein Gewürgt. Und schon wissen wir, was da kommt. Und schon wissen wir, was da kommt. Okay. Ah, du hast die Uhr, ne? Ja. Ich muss ja on brand bleiben. Ich behalte mir die Option vor, dich Adrian Lewis-mäßig zu würgen, je nachdem, wie es weitergeht. Wir schauen mal. Ich weiß nicht, ob man sich Körperverletzung vorbehalten kann, aber wir können es versuchen. Ja. Also, bist du bereit hier? Ja. Das sieht aus wie das gefälschte Barca-Trikot, was ich mal jemandem zum Geburtstag geschenkt habe und wo ich selber drauf die Unterschrift von Ronaldinho gefälscht habe. Das da hinten? Also, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es gefälscht ist, aber ich habe wirklich Recherche betrieben und das sah wirklich so crap aus. Ja, also das stimmt. Das glaube ich. Ich meine, guck mal, das ist safe ein Original. Oh ja, das hätte ich anziehen können. Und das sieht auch crappig aus. Crappy. Ja. Lirum Larum, komm mal ran. Ja. Ich habe einen starken Verdacht, was kommt natürlich. 3, 2, 1, here we go. Es ist 1997, Ronaldo ist weg und bräunt sich in Italien. Barcas Budget nicht klein, Rivaldo, willkommen im Verein. Rivaldo sollte seinen Landsmann Ronaldo bei Barcelona beerben. Ein sehr großes Erbe. Ronaldo hatte 47 Tore in 49 Spielen, inklusive einem der besten Dreierpacks der Geschichte gegen Valencia gemacht. Ronaldos Sphären hat er nicht ganz erreicht, aber eins hatte er geschafft. Einen noch besseren Hattrick gegen Valencia zu schießen. 3 Jahre später. Ein Tor schöner und spektakulärer als das andere. Tor 1, ein direkter Freistoß aus rund 25 Metern. Tor 2, ein Distanzschuss aus ähnlicher Position. Und Tor 3, die Krönung. Rivaldo nimmt einen hohen Ball mit dem Rücken zum Tor an der Strafraumkante mit der Brust an und versenkt ihn mit einem wunderschönen Fallrückzieher aus 16 Metern. Und dazu alles andere als unbedeutend. Über die Tabellenkonstellation können wir gleich noch sprechen. Nur so viel, es war die 88. Minute und der Siegtreffer zum 3:2. Ein Hattrick, der Valencia Millionen kostete. Der beste aller Zeiten. Ja. Ich muss hier in die Live. Hier ist ja mal Hattrick, mal Dreierpack. Hier wird alles. Ja, aber das haben wir, das ist ja in Ordnung, oder? Würde ich wohl behaupten. Das ist ja wie Hashtag im Quadrat. Also ist ja ein. Na, bin ich mir nicht sicher. Bin da bis heute doch, nicht sicher. Doch. Also jeder Hattrick ist ein Dreierpack, aber nicht jeder Dreierpack ist ein Hattrick. Ja, ist richtig. Aus deutscher Sicht. Ja, genau. Komm, da fangen wir nicht mit an. Nee, ich verstehe auch nicht, warum du 2023 immer noch nicht die Rechteck-Quadratlogik verstanden hast, aber es ist ein anderes Thema. Was habe ich daran nicht verstanden? Was hat das Jahr damit zu tun, frage ich mich. Ja, das ist vor allem. War ja Zeit genug jetzt mittlerweile. Also. Was dachte so, ich habe mich nochmal zu Hause hingesetzt und damit beschäftigt. Get up with the times, old man. Er kennt Quadratregel nicht. Er steckt in 1999. Italien bräunt sich. Okay. Ja. Achso, ich muss stoppen. Okay, bist du ready für deinen Case? Ja, komm. Dann sage ich 3, 2, 1. Der beste Hattrick aller Zeiten laut Niklas Levinson ist Einspruch. Dieser Dreierpark, von dem ich heute erzählen möchte, ist eine Erinnerung. Eine Erinnerung an einen Mann, der Kräfte besaß, die ihm vielleicht auch einfach geraubt werden mussten. Es wäre sonst wohl zu unfair gewesen. Der Ronaldo, der am 26. Oktober 1996 gegen Valencia auflief, spielte noch ohne die Ketten, die ihm später durch 2 Jahre Verletzungspause auferlegt wurden. Als er den Platz betrat, brachte er eine Unaufhaltsamkeit mit sich, die der Fußball so zuvor noch nie gesehen hatte. Es war, als hätte man Herkules die Schuhe von Hermes dem Götterboten angezogen. Die perfekte Symbiose aus Kraft, Geschwindigkeit und Technik. Zweimal, dazwischen trifft er für seine Verhältnisse unspektakulär, nimmt sich Ronaldo einfach den Ball, läuft los und lässt eine Abwehrkette hinter sich, die eben noch in voller Personenstärke vor ihm stand. Das unfassbar Schwierige, so unfassbar leicht aussehen zu lassen, wird an diesem Abend auf die Spitze getrieben. Der beste Dreierpack aller Zeiten, erzielt von einem Mann, der es so aussehen ließ, als wäre es einfach nur ein normaler Samstagabend gewesen. Und vielleicht war es das auch, zumindest für ihn. 1-3, alles sauber. Ich hatte gehofft, dass der vor mir drankommt. Ja, hätte besser funktioniert, ne? Ja. Hätte deutlich besser funktioniert. Der Grund, warum ich Rivaldo über Ronaldo gegen Valencia habe, also die Tore sind, also das ist der Wahnsinn, was Ronaldo da macht. Aber, wie du schon gesagt hast, ich weiß nicht, ob es ein Samstag war, aber es war ein relativ unwichtiges Ligaspiel, glaube ich. Bei Rivaldo ist es so, Barcelona ist auf Platz 5,
Valencia auf Platz 4 und es ist der allerletzte Spieltag. Und der Gewinner geht in die Champions League, der Verlierer in den UEFA-Pokal. Und der Typ schießt 2 Tore und in der 88. Minute steht es 2-2 und der packt diesen Fallrückzieher raus. Was dafür sorgt, dass Barcelona nächstes Jahr Champions League spielt und Valencia nur UEFA-Pokal. Wir reden gleich noch über deinen Case. Ich hab da auch ein paar Gedanken zu. Mhm. Ich möchte aber erstmal wissen, was haben wir gesnappt? Oh, einiges. Einiges haben wir gesnappt. Ja. Wir haben gesnappt Marco Fabian gegen Chivas. Auf jeden Fall haben wir den gesnappt, und ja. Den habe ich nicht auf dem Schirm. Einfach 3 brutale Distanzschüsse in einem Spiel. Hattrick. Es war auch ein Hattrick. Lucas Moura gegen Ajax, ja, alleine aufgrund der Signifikanz ist gesnappt worden. War der nicht auch eingewechselt sogar? Kann sein, ja. Wayne Rooney gegen Fenerbahce bei seinem Debüt war ein klasse Dreierpack. Haaland gegen Zlatan gegen England, gegen war das ein Viererpack? Den war, glaube ich, ein Viererpack. Ja. War von 0-4 auf 4-4, ja, glaube ich. Ja. Haaland gegen Augsburg war auch sein Debüt für Dortmund. Ja. Kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. War einer der ersten, den ich im Kopf hatte. Ronaldo gegen Atletico. Benzema gegen PSG, Benzema gegen Chelsea waren auch absolut große, wichtige Dinger. Also es gab einige. Messi gegen Real 2009. Ja, und ich hätte den genommen, wenn es sein erster Klassiko gewesen wäre. Und ich habe extra noch mal recherchiert. Er hatte vorher schon einen, wo er in der Startelf stand. Ein Hattrick im Klassiko? Nein. Aber das war 2009. Der spielt doch seit 2009. Der muss doch mehr Klassikos gespielt haben vorher, oder? Nein, das war 2006, du meinst. Ah, okay. Und er hat 2005, glaube ich, oder es war 2007 und 2006 hatte er schon den ersten Klassiko. Aber wenn das der erste Klassiko in dem Messi von Anfang an spielt, der macht 3 Tore und sie haben verloren am Ende. Das war auch, ja. Okay. Also, Wie kommen wir da jetzt rein? Wie machen wir das jetzt? Wo fangen wir da jetzt an? Du wolltest was zu Rivaldo sagen. Ja. Bitte. Ich sage, mehr an diesem Hattrick hat ein Mann mehr Aktien als Rivaldo. Canizares? Ja. Naja, aber der zweite Tor, beim ersten würde ich sagen, liegt der Fehler länger bei Canizares, als dass der eine in der Mauer springt. Der eine in der Mauer genau, springt, oder eine springt, aber das gehört dazu. Den zweiten muss Canizares halten. Fallrückzieher kann ich in keinster Form leider kleinreden. Ich bin mir relativ sicher, dass dieser Fallrückzieher der Grund dafür ist, dass man in FIFA 2002, wenn man auf dem PC Doppel-Q gemacht hat, hat dann den Ball mit der Brust angenommen und den Fallrückzieher gemacht. Und es war völlig OP damals. Und ich glaube, dass Rivaldo daran schuld ist. Hast du am PC gespielt? Das war so. Ich auch damals. Ja, damals habe ich auf dem PC gespielt. 98 bis 2003 habe ich am PC gespielt. Genau, und dann bin ich auch auf dem PC. Ja, Tor 2 ist auch für mich so der größte Makel, das, wo ich sage, ja, da sieht der Torwart einfach extrem scheiße aus, den muss er halten. Weil das ist, wenn man es einfach nur sagt, Distanzschuss, klingt das spektakulär. Aber ja, es ist eher Kategorie Torwartfehler für mich, zumindest. Sollte er halten, ist richtig. Aber ich finde, dafür macht das dritte Tor, was halt auch wirklich in sich betrachtet einer der besten Fallrückzieher, glaube ich, aller Zeiten ist, aus 16 Metern. Weil es ist ja, viele Fallrückzieher sind groß, ja. Maxess, Ibra noch drüber, würde ich sagen. Ja, ja, da gehe ich mit. Aber trotzdem, viele Fallrückzieher sind ja, die sehen dann spektakulär aus und der Ball fliegt so eine Bogenlampe und der kommt richtig mit Zug. Der hat Venom, der hat Bums, das ist schon richtig, ja. Ich würde, ohne weiter darüber nachzudenken, dein Ranking der Fallrückzieher unterschreiben, aber es ist schon einigermaßen wild, dass wir auf die Top 3 Fallrückzieher gucken und Philipp Maxess auf der 2 ist. Aber es ist richtig. Ja, das war ein Kracher. Aber ich finde, wenn einer der besten Fallrückzieher aller Zeiten im Rahmen eines Dreierpacks, der dafür sorgt, dass die Mannschaft Champions League spielt, da konnte ich nicht irgendwie drumherum. Ich weiß nicht, wie viel ich mit der Signifikanz des Sportlichen anfangen kann, wie wichtig das für mich ist heute, weil dann hätte jemand mit Lucas Moura hier reinreiten müssen, weil ja, die Masse ist, glaube ich, nicht größer als das. Das finde ich auch. Wahrscheinlich war. Ich habe Lucas mit Ronaldo. Oder war es nicht Hurst, der 1966 3 Tore gegen Deutschland gemacht hat im Wembley? Oh, das kann sein, ja. Joff. Das Ding ist, für mich ist das genauso wie letzte Woche. Zum Beispiel, ich hatte Lucas Moura auch mit unter meinen Top 3 dabei. Aber für mich ist es wie letzte Woche. Es ist so eine Mischung aus allem. Es muss irgendwie schön sein, es braucht aber eine gewisse Relevanz. Es braucht irgendwie eine gewisse Bedeutung, Kontext. Also mein Hattrick hat keinerlei Relevanz. 5. Spieltag. Ich hab ihn die einzige Relevanz war, dass er, das war das Siegtor, also Spiel ging 3-2 aus. Und Leicester war auch vorne drin. Das ist das Einzige, was man da sagen kann. Einzige Frage, die ich habe, weil ich habe ihn auch nur kurz gesehen, war das Bergkamps Lob oder ist der am Torwart abgeprallt und hochgegangen? Der Torwart ist am Lob dran. Also Bergkamp lobt ihn und der Torwart kriegt den so hier irgendwo hin und deswegen geht er so steil. Also eine gewisse Höhe kriegt er dadurch. Ja, also das zweite Tor ist das mit dem Makel. Ich würde sagen, 2,5 Traumtore schießt Dennis Bergkamp bei diesem Spiel. Also das dritte ist eins der schönsten, was er je geschossen hat. Auf jeden Fall.
Das ist wunderschön. Unglaublich. Wir werden euch alle drei Hattricks übrigens in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr jetzt wir mal lernen dazu. Wollt, ja. Wir haben nicht die Rechte dafür, das einblenden zu können. Haben wir einfach nicht, aber verlinken ja. werden wir die. Andere ja. nehmen sich die Rechte. Das dritte Tor, wie bei dir auch, ist das ganz starke Argument, diese Annahme, das Verarbeiten mit dem Ball und wer auch immer dieser Leicester-Verteidiger ist, der wirklich seine Karriere beenden kann danach. das war ganz, ganz wunderbar. Ich möchte über deinen noch reden, über deinen Hattrick. Denn du hast, ich finde wirklich, du hast einen wichtigen Punkt drin. Bei dem ersten Tor, die Frechheit oder das Besondere in diesem Tor liegt für mich nicht mal unbedingt im Tor, wenn man das sich anguckt. Ja, das Tor dann letztendlich genau, die Abschlüsse sind. Sondern daran, ja, natürlich. Wie einfach er das aussehen lässt. Aber das sind da zwei der Tore. Ja, genau, die ersten beiden. Nee, der, eins und drei. In der Mitte wurde er links freigespielt und macht ja, das ein Stürmertor. Aber das sieht aber aus, als würde er gegen Kinder spielen. Wirklich, das sieht also, aus wie gegen Kinder. Beim zweiten müsste man sogar sagen, wie eigensinnig bist du eigentlich, weil da läuft einer in der Mitte, du könntest einfach rüberschieben. Aber beim dritten ist es so, das ist ja wirklich, dann sind ja die zwei Valencia-Spieler so nebeneinander, die Verteidiger, ja. und er flutscht einfach zwischen beiden so durch. Und es ist, glaube ich, wirklich, der Fluch von ihm ist, dass es so leicht aussieht. Das ist fast der Fluch dieser Tore, weil die Vorstellung, dass du einfach dir den Ball teilweise so auf Höhe Mittelkreis gegnerischer Hälfte nimmst ja. und einfach läufst und einfach ja. qua deines Laufens nicht zu stoppen bist, weil du ein Monster bist, gesegnet mit Fähigkeiten, die man so noch nicht gesehen hatte. Das ist einfach unglaublich. Also ich tue mich schwer, natürlich deinen Case groß zu reden, aber es ist halt Ronaldo. Ich kann nicht anders, weil hast du ihn nicht auf dem Rücken gerade sogar? Nee, ich habe niemanden drauf. Okay. Aber wenn, dann ihn natürlich. Da unten hängt er. Ja. Das Ding ist nämlich, ich habe mir gedacht, ich glaube beim dritten Tor, dass die Verteidiger halt nicht richtig hingehen, weil sie kein Foul, keine rote Karte oder so kassieren wollen. Und dann siehst du es noch mal in einer anderen Einstellung. Der eine Valencia-Verteidiger will ihn foulen. Er will ihn foulen. Er kommt geht nicht ran. So hin. Es gibt ja sogar Impact, ne? Es gibt genau, es gibt einen leichten Impact, aber er ist einfach viel, also ist viel zu spät da. Er unterschätzt Ronaldos Speed, wie er da durchflutscht. Er will ihn foulen. Ich bin mir ganz sicher, weil er geht mit vollem Körpereinsatz hin. Und es sieht aus, als würde Ronaldo gar nicht treffen. Es die ist ganze absurd. Wenn man sich Ronaldo aus den späten 90ern anschaut, so vor Inter, vor den Verletzungen, die ganze Physiognomie von dem Kerl, die Art und Weise, wie der sich bewegt hat, was da drin gesteckt hat, das ist so freaky. Auch noch das Alter. Erste Jahr Inter war komplett absurd. Aber dieses Jahr bei Barca 47 Tore, 49 Spiele und 12 Vorlagen noch dazu. Es gibt ein Spiel von ihm, einen Clip, jetzt kommen wir hier, jetzt wird es hier zur Ronaldo-Schwärmerei, aber wir sind halt auch alle Fans. Zu Recht. Es gibt ja diesen einen Clip von ihm, wo er noch, ich glaube, bei Eindhoven noch ist. Und die spielen auswärts in Moskau. Und die spielen auf einem kompletten Acker. Das hat mit Rasen wirklich nichts mehr zu tun. Also wirklich kompletter Acker. Und er ist unstoppable. Ehrlicherweise sollte man ja denken, dass ein technisch feiner Spieler, der von der Athletik lebt, dass dem vielleicht ein schlechter Rasen eher zusetzt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er wird noch OP. Er ist der Einzige, der mit diesem Rasen umgehen kann. Weil er, ich finde, wenn man an Ronaldo denkt, sollte man nicht an so einen ganz feinen Dribbler denken, wie Ronaldinho zum Beispiel, der so ultra beweglich war. Es kommt ja ganz viel über Tempo eher mit und Dynamik. Dahinter, ja. Also, weil auch diese Tore, alle drei, kommen ja über Tempo. Das ist ja nicht, dass er da drei Übersteiger macht und dann nochmal irgendwie einen Flickflack. Einfach. Das ist einfach pure Speed und Tempo-Dribbling. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist quasi, Ronaldo war das erste Wurmloch. Es ist hier, wenn du Punkt A und B hast und du kommst vom schnellsten zum beiden, dann klappst du das einmal zusammen. Und Ronaldo konnte durch die Zeit falten. Quasi. So, ja. und jetzt haben wir genug geschwärmt, es war trotzdem relativ irrelevant sportlich. Ja, also sportliche Relevanz, die kannst du für deinen auf jeden Fall komplett claimen. Die kannst du claimen. Und ich muss auch eine Sache nachschauen. An Tor 1 und Tor 3 habe ich auch nichts zu mäkeln. Die sind beide für sich herausragend gut von Rivaldo. Tor 2 ist das Einzige, wo ich sage, da kann man ein bisschen drüber Tor reden. Tor 2 ist bei allen drei Cases der Schwachpunkt, oder? Ja, das Ding in der Mitte ist der Schwachpunkt. Muss man so sagen. Rivaldo ist, glaube ich, ein Spieler, weil der war ja auch jemand, der hatte einen relativ großen Frame, der war ja kein kleiner Spieler. Ein Lulatsch. Und durch seine Lulatschhaftigkeit haben die Dinge teilweise nicht so elegant ausgesehen bei ihm, was, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass er so ein Tick underrated ist. Weißt du, was auch dafür gesorgt hat? Dass er, der hat doch, glaube ich, eine unbrauchbare Karte als Icon bei FIFA. Ich schwöre, das hat auch 100%! Jeder junge Mensch, weil wir haben ja alle Rivaldo nur, wir noch gestriffen, aber sonst haben die meisten ja nicht spielen sehen. Und du kennst ihn nur als Gurken-Icon. Und wenn du Brasilien siehst bei einem Icon-Pack und bist schon, Ronaldinho! Dann ist Rivaldo los. Und dann kommt Rivaldo raus und denkst dir, Two-Star Weakfoot, super unbeweglich, was eine Gurke. Das Ding ist, ich hab ein Video über ihn mal bei Sport1 gemacht. Das O-beinige Genie. Und da habe ich mir ganz viel Rivaldo angeguckt. Und ich war großer Fan damals in der Zeit. Aber es sah wirklich nicht schön aus. Und Two-Star Weakfoot ist halt real. Ja, es ist real. Er es kann mit real. Rechts nicht. Ja, er kann mit rechts einfach nichts. Und ja, weil er einfach so spartig aussieht. Nee, so spargelhaft aussieht.
Er ist wahnsinnig underrated. Ich habe mir noch mal die Stats angeguckt, weil ich meinte, er konnte nie das erreichen, was Ronaldo erreicht hat. Der hat geballt, der hat Scorer ohne Ende, der hat auch viel vorbereitet. Ja. Aber er war ja auch, das muss man ja sagen, er war auch vom Spielertyp weniger der reine Goalgetter, ja, der Ronaldo war. Ich weiß nicht, konnte ganz einfach, aber ja. Ich finde aber auch, dass so Einfuß-Fußballer auch ihre eigene Form der Magie haben. Also oh ja, Spieler, die nur einen Fuß, ja, haben, aber dieser eine Fuß ist halt, ja, out of this world. Wenn der Gegner es weiß, dass du den nur auf den schwachen Fuß zwingen musst und du es trotzdem nicht machen kannst, ja, das ist schon immer nicht schlecht. Das Ding ist bei dem zweiten Tor, ja, der Torwartfehler am Ende, aber wie er sich den Raum freiläuft. Ja. Indem er einfach nur kurz anhält und zwei Verteidiger laufen an ihm vorbei und dann hat er freie Schussbahn, das ist schon einfach schneller. Ja. Dennis Bergkamp. So, Niklas muss als Erster. He wears the magic hat. He does wear a magic hat. Ich glaube, wenn man eine Compilation machen würde, einfach von jedem Spieler Top 5 Tore, dann wird es schwer, jemanden zu finden. Der Bergkamp. Also, da gibt es nicht viele, die Augenhöhe mit Bergkamp haben, auf jeden Fall. Ich sag, Zlatan hat Augenhöhe. Ich glaube tatsächlich, dass du bei Giroud also, unglaubliche 5 Tore zusammenbekommst. Ja. Ich finde halt, also, es ist unterschiedlich, ne? Bei Dennis Bergkamp kommt sehr viel über diese Technik, über das alles. Filigrane. Ja. Aber gleichzeitig, Ronaldo hat ja nicht nur da das einzige Mal solche Tore geschossen, wo er übers halbe Feld läuft, nee, und Leute aussteigen lässt. Ich meine, Messi hat auch ein paar schöne Tore gemacht. Messi hat auch ein paar schöne Tore. Was halt Bergkamp hat, ist, weil ich glaube, weil er so über die Technik kommt und keine Athletik hat, wirken diese Tore halt so besonders magisch, weil er nichts über Athletik machen kann. Es ist nur Technik. Verstehst du? Ja. Okay, wer war die drei? Der muss zuerst ran. Ich muss zuerst ran. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, kann ich heute leider nicht sagen. Ich sage Rivaldo. Ich muss natürlich taktisch abstimmen und Dennis Bergkamp nehmen, aber das kann ich natürlich auch nicht machen. Ich muss Ronaldo nehmen. Es tut mir leid, Ronaldo, das sind einfach drei solche Banger-Tore. Ich kann nicht für Dennis Bergkamp. Aber hast du dich jetzt nicht gerade damit komplett ins eigene Fleisch geschnitten? Nee, weil ich ja davon ausgehen muss, dass du dich für den richtigen entscheidest. War nicht, wenn du mich so, das ist ja also unglaublich, dass Bergkamp hier ohne Stimme rausgeht. Natürlich Rivaldo. Wobei ich habe Bergkamp über Rivaldo, also tatsächlich nicht durch Losverfahren. Es ist der bessere Hattrick. Aber dass du natürlich für Ronaldo stimmst, no disrespect für den Case, aber Bergkamp hat eine Stimme verdient. Die sind für mich 1 und 2, deswegen kann ich nicht für Bergkamp stimmen. Das sind 1 und 2? Ja. Hast du den überhaupt gesehen, den Hattrick? Ja. Da bin ich mir nicht sicher. Also, der beste Hattrick, ich habe mir gerade extra nochmal angeguckt. Nee, Dreierpack. Beste, du wirst jetzt schon hier auch im Wording konsequent bleiben, bitte. Beste Dreierback der Fußballgeschichte. Rivaldo 2001 gegen Valencia und der zweitbeste Ronaldo gegen auch Valencia. Valencia. 1997. 96. Und Dennis Bergkamp spielt Golf. Wir schließen mit Valencia in der Matte. Valencia in der Matte.